Hallo und herzlich willkommen zum vierten Lauf der Hashtag RaceHome Charity Racing Series, die Rennstrecke in Sao Paulo in Brasilien. Tom Christensen, der Le Mans Rekordsieger, ist unser Host hier bei RaceHome, bei unseren englischen Übertragungen. Und Oliver Sittler wird uns gleich die Rennen auf Deutsch kommentieren. Die Interviews, die lassen wir Ihnen in englischer Sprache. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. In the middle of nowhere when it was constructed, but nowadays it's in the middle of in a big, big city, Tom. Have you been there? Of course you have been there. Yeah, in fact, I did my last race with Audi Sport, with Loic Duval and Lucas de Gracia a few years ago in the sports prototype. We are in Brazil. It's Autodromo José Carlos Pache, Interlagos, between the lakes. It's 4.309 kilometers long, there's 15 turns. Elevated blind corners, it's a real challenge. Most of the braking are uphill and giving a lot of load and energy into the car. Very famous, of course, the first corners, the Senna S, which is a downhill left-hander going directly into a right-hander, accelerating towards turn four, which is a very good and first overtaking spot. We have the turn six, seven, eight, uphill and closing. Very demanding corners. You have turn 12 downhill, nearly flat out, I guess, for those guys today. And then you have over the crest coming up over the hill to turn one. So overtaking into one, into four, and into 13. And a big challenge. You're constantly cornering, you're constantly working. So will be interesting for the drivers today. It will also be interesting to see if Robin Frantz can keep the lead in the Drivers' Championship or if somebody else will be in front after this fourth round. In the Teams' Championship, Audi Sport Team Abt Sportsline is in the lead after the recent round in Barcelona. Before we are heading into Q1, let's have a look into the race format and the latest news about hashtag RaceHome. Hashtag RaceHome bietet mit seinem einzigartigen, kompakten Rennformat besonders spannendes Racing. Die Qualifikation beginnt zunächst mit drei Sprintrennen, aus denen nur den Siegern der direkte Einzug ins Halbfinale vergönnt ist. Für die übrigen Fahrer ist Q4 die letzte Chance, um sich noch einen der drei offenen Plätze für das Semifinale zu sichern. Die bis dahin besten sechs Fahrer stehen sich im Halbfinale gegenüber, erneut in einem Sprintrennen. Im Superfinale schließlich der ultimative Showdown, wenn die beiden besten Piloten über eine Rennrunde hinweg den Sieg unter sich ausmachen. Nach Dries Van Thor, dem Sieger des Barcelona-Rennens vergangene Woche, bringt das WRT-Team Audi Sport einen weiteren aussichtsreichen Gastfahrer an den Start. Nico Müller hat ein eigenes Fahrzeugdesign kreiert, mit dem nächste Woche einer seiner Fans oder Partner mit um den Sieg streiten wird. Gestern fuhr der Schweizer bereits beim vierten Lauf der RCCO eSport Series mit. Zwei Rennen also diese Woche für die RCCO. Zur Info, Racing Concept Cars Organization. René Rast ist zurück. Nachdem der DTM-Champion beim letzten Rennen passen musste, ist für ihn diese Woche ein gutes Resultat enorm wichtig, um in der Meisterschaft aufzuholen. Schon jetzt steht fest, der brasilianische YouTube-Star und Hobby-Rennfahrer Cássio Cortez wird bei Rennen 6 mit von der Partie sein. Weiterhin überwältigend die Vielzahl an coolen Designs aus dem Wettbewerb. Bitte weiter so. Und damit sind wir in Interlagos in Brasilien. Autodromo José Carlos Pache oder Interlagos zwischen den Seen heißt hier. Vier Audi e-tron Vision Gran Turismo am Start. Mit dabei Bettina Schuller, Jamie Green, Michael Niemers und Robin Frantz. Da stehen sie aufgereiht, um diese 4,309 Kilometer lange Strecke mit den 15 Kurven zu bezwingen. Nochmal zur Erinnerung, der Sieger kommt direkt weiter und das wird ein harter Kampf im Verlauf der folgenden drei Runden. Frantz etwas abgeschlagen auf der vierten Position, aber er ist neben Jamie Green. Die beiden DTM-Piloten machen sich auf, Michael Niemers von hinten zu überfallen, zu überrennen.
sich damit auf die zweite Position nach vorn zu kämpfen. Ganz vorne die Lady, die einzige im Übrigen im Feld, die Volontärin bei Speedpool. Bettina Schuller hat einen Sensationsstart hingelegt und seit dem Überfahren der Startlinie auch die Führung inne. Aber es sind noch 2,5 lange Runden zu gehen. Jetzt sind wir im Bereich des schlängligen Teils der Strecke. 9 Links- und 6 Rechtskurven. Oh. Insgesamt Bettina Schuller neben der Strecke. Da ging die Hinterachse weg. Michael Niemers damit der neue Führende hier in Rot. Und wir sind an Bord bei Robin Freins. Sein Rückstand gerade 4. Knapp 15 Sekunden Berührung zwischen den beiden. Niemers kam quer. Okay. Freins damit zurückgefallen. Jamie Green auf der zweiten Position. Aber der fünffache Le Mans-Sieger Frank Bieler beobachtet das Ganze. Did you push anyone? Tom Christensen. I mean, to me it looked like that Michael was almost losing the car and then spinning, and when he came back he pushed him. Auch Mr. Le Mans ist dabei, aber da wird die Situation schon mal analysiert von Frank Bieler und Tom Christensen. In jedem Fall Robin Freins zurückgefallen auf die dritte Position. Bettina Schuller ganz am Ende des Feldes mittlerweile angekommen. Und das der Angriff von Niemers gegen den Führenden. Jamie Green damit nur noch auf der zweiten Position. Und hier sehen wir Niemers in seinem Driver's Seat. Der Modellbaukünstler, bekannt geworden durch eine Doku auf Welt. Und er ist einer der Top-Favoriten auf den ersten E-Sport-Title. Misst sich aber mit den DTM-Größen aus der Audi-Motorsport-Familie. Und die machen ihm das Leben schwer. Tabellenführer ist im Übrigen Robin Freins, der Niederländer. Mit 14 Punkten Mike Rockenfeller, einer der beiden Serieninitiatoren auf der zweiten Position. 12 Punkte, also nur 2 Punkte der Abstand. Das haben wir ja gerade im Vorlauf schon gehört, von Tom Christensen und Thomas Vogt ausgeführt. An Bord bei Robin Freins, der legt sich niemals zurecht, probiert's auf der Außenseite auf Start und Ziel. Die beiden jetzt gleich auf. Beim Anbremsen schiebt sich Freins auf die Führungsposition. Green auch vorbei, damit die beiden DTM-Asse wieder vor. Ehemaligen Rennfahrer, der in der Formel BMW unterwegs gewesen ist. Und zwar fuhr er das Auto von René Rast, aber das bringt ihm nichts. Momentan liegt Niemers nur auf der dritten Position. Wieder an Bord bei Jamie Green, der 2004 sich die Formel 3 Euro-Serie hat sichern können. Der Vize-Champion in der DTM aus dem Jahr 2015 macht hier Jagd auf den Formel E- und DTM-Piloten Robin Freins, der immer noch in Führung liegt, dort wo er auch seinen Kopf in der Tabelle hat. Zweimal bislang dabei gewesen im Superfinal. Und auch jetzt schickt er sich an, sich direkt zu qualifizieren. In der letzten Runde hat er in jedem Fall die Nase vorn. Green und Niemers sind da aber dicht dran. Nur ein Fehler für den Niederländer. Das würde die Nachqualifikation über den Hoffnungslauf Q4 bedeuten. Tom Christensen im Hintergrund und da sind die beiden gleich auf. Und Jamie Green hat mit ganz knappem Vorsprung gewonnen auf den allerletzten Metern. Nur 5000stel Sekunden. Damit der knappste Zieleinlauf in der noch jungen Geschichte der RCCO Race. Nice one, eh? The wind shadow came into play. Yeah, baby. Don't forget to leave the track. I'm too busy celebrating. Where's the champagne? I'm off to the kitchen to get the champagne out. Yes, get the champagne, mate. Let's have it. Wow, that was a close finish with Robin there. You were just able to just pull in front, maybe a couple of centimeters in front of him and take your first win. Well done, Jamie. How did you see it? How did you see it racing in Interlagos, which you have only done in a different car some years ago? Yeah, it was a good race. I don't think I led
for very long at all. I was always in that roughly second place, and I don't think I was the quickest, but I got a good exit out of the last corner, and I could slipstream Rob into the line. I didn't think I'd make it because I had to go around the outside, but yeah, I made it by 7,000, so really happy to get my first win. How do you feel about racing in Interlagos? How is the sensation of the circuit in simulating compared to being there in real life? The tracks are really realistic, to be honest. The shape of the corners and everything, the curbs are all very realistic. But the thing which is so different is the behavior of the car. And I've only got like my son's cheap sim rig, so don't have a lot of feeling, to be honest. Pretty well placed that excuse. You placed that pretty well. Let's get on to the other heats. Well done, Jamie. Thanks. Good start of the day. Cheers. Yeah, it was really exciting, this one. And in the next race, now we will see another guest driver, Calvin van der Linde. And let's see what he is all about. Drei Rennen, drei unterschiedliche Sieger bei der Hashtag Race Home Charity Racing Series. Dabei wurde uns schon einiges geboten. Stets vorne mit dabei, unsere Gastgeber. Nun steht der nächste Kandidat bereit, Calvin. Hey everyone, I hope you're doing well. It's Calvin van der Linde here, and I'm super excited to be joining Audi Sport for their Race Home Challenge. I've been watching the event the last few weeks, and it's been some super close racing. I saw my GT3 teammate Dries Fantor taking the win last time out, so I've got a bit of pressure this time, I have to say. I've got to at least match that performance, and that's why I'm in my racing sim already. I'm getting some practice and making sure I'll be in the hunt for the win against all my Audi teammates and mates. Van der Linde hat seine Klasse in echten Rennen gemeistert. Unter anderem mit Siegen bei berüchtigten Rennen und zwei Meisterschaften im ADAC. I love sim racing. So when I'm not in a real race car, I'm on my computer at home, I play sim racing. We always get online after a race weekend, and we play online, and that's just for us. It's fun, it's no pressure like we have at the racetrack. Für den jungen Südafrikaner ist seine Heimat der perfekte Ort. I think South Africa is a country which it offers a lot of peaceful nature. It's the optimal place for a racing driver, for any athlete really, to come and relax, come and switch off from the rest of the world. Naturally, I come and do some safari tours. That's where you're really in the wildlife. There's no cell phone reception. There's no connection to the social media world. You're completely disconnected from everything, and I think that's where you recharge your batteries for the new season or for the upcoming races. Fünf Starter im zweiten Qualifying-Rennen. Links das Siegerauto vom letzten Mal in Gamzirkut, die Katalunya. Ja, da sitzt diesmal Calvin van der Linde am Steuer, der zweifache Champion im ADAC GT Masters. Andreas Czorsch ist genauso mit dabei wie Scotty René Rast und Mike Rockenfeller. Also wieder zwei DTM-Asse. Hier sehen wir René Rast, der Doppel-Champion 2017 und 19 hat er sich den Tourenwagen-Titel gesichert. Und jetzt werden wir mal sehen, wie er von der vierten Startposition aus dieses Rennen hier kontrolliert. Fragezeichen. Calvin van der Linde, Sensationsstart, hält da die Nase vorn im WRT, also im privat eingesetzten Audi Vision Gran Turismo. Der e-tron mit seinen 815 PS bei 1450 Kilo, aber 1000 Newtonmetern. Und hier die beiden Kopf an Kopf. Calvin van der Linde und René Rast, die sich hier um die Führung kappeln. Aber Calvin van der Linde behält erstmal die Nase vorn. Die beiden kennen sich sehr gut. Immerhin haben sie 2014 gemeinsam den Titel im ADAC GT Masters geholt. Und jetzt kämpfen die beiden um Positionen auf der Strecke hier bei der vierten Ausgabe des Race Home der RCCO AG. Im Übrigen, alle Infos zur Serie und wie ihr mitmachen könnt, die gibt's im Internet unter racehome.rcco.ag. Tolle Bilder gibt's von den ersten drei Veranstaltungen und natürlich die Teilnahmebedingungen, wie man beim Design Contest mitmachen kann, wie man einen Fahrplatz ersteigert. 15 aktuell der Abstand. Windshadow, let's go! That's one hell of a Windshadow, mate. My friend, the Windshadow. Come on! Das ist ein Insider, Windshadow, der eigentlich Slipstream heißt, aber da hat sich der eine Kollege beim letzten Mal vertan. Sao Paulo. Und damit setzt sich René Rast in Führung, geht vorbei an Calvin van der Linde, aber der Konter kommt auf dem Fuße.
und der Carbon-schwarze WRT. Okay, let's go, just don't fight. Ist wieder vorn. Yeah, that's what they all say, and then you bomb me in the next corner. Yeah, the next lap then, but not this lap. Im Hintergrund. Are you scared of Rocky? Ja. Kelvin van der Linde und Renny Rast im Gespräch. Hier sehen wir den Südafrikaner. Lange Erfahrung mit der Audi-Familie bereits gemacht hat. Kleiner Fahrfehler und Renny Rast kommt wieder ran. Der Zweitplatzierte. Nach momentanem Zwischenstand würde Kelvin van der Linde direkt weiterkommen und sich für das Halbfinale qualifizieren. Indem sechs Autos dann insgesamt. Very good fight. You have made a good gap, Kelvin and René. Looks like it's gonna be a very tight finish with those two, with you two. No, Mike is coming. Interlagos fahren wir. I can smell him. Hey, come on, I took a shower. Ja, Tom Christensen sagt, das wird eine ganz schön enge Nummer hier auf den letzten Metern. Der Angriff kommt von Rast. A little bit more, come on. All or nothing now, go hard or go. WRT leading the Rosberg, and then Phoenix is coming. Nicely fresh from a shower. Kommt Mike Rockenfeller auf der dritten Position aus der Dusche in seinem Phoenix-Audi. Aber hier geht es wirklich nur um den Sieg. Das sagt Mike Rockenfeller auch nochmal den beiden. Kelvin van der Linde und René Rast, die beiden, die hier die Nase fahren. Of course. It's working. I don't think I've seen an apex. Me neither. Man sieht hier keine Scheitelpunkte von den Kurven. Einige der 15 Kurven in Interlagos. Whoever wins, either Kelvin or me, I'm winning. So it doesn't matter. René Rast ist sich ziemlich sicher, dass die Entscheidung zugunsten des DTM-Doppel-Champion fällt. Aber da werden wir mal abwarten. Gelingt like ihm ein Move wie vorher Jamie Green in der letzten Kurve, möglicherweise am Konkurrenten vorbeizugehen. Wir werden sehen. Congrats, Kelvin. Kelvin, sorry. Kelvin? No, what did you say? Kelvin. Kelvin. Kelvin jetzt. Just break for me. 7 Zehntel vorn. Hey. Aber der Abstand nimmt ab. René Rast kommt in großen Schritten von hinten, aber es reicht nicht mehr. Und Kelvin van der Linde holt sich den Sieg. I was so bad. Shit. To win for me as well. Well done, Kelvin van der Linde. That was an amazing race. But it looks like you were very much in control. You had a very nice conversations when you were going up the straight and down to turn four, side by side with René Rast. So is that the difference when you're playing at home, or are you similar in a racing car? It was good fun this time. I'm quite used to sharing a car actually with René. So it was nice to go door to door with him for a change now. And I can see he's just as aggressive as he is in real life. Yeah, he got me working there, but I was lucky to get a break in the end and just, break that slipstream at the end, which is so critical with these cars at Interlagos. Well done. Well, welcome here, and you look very impressive, but it's still only Q2. Well That's done. True. That's true. We keep pushing. Thanks. So we have seen another cool race here and cool fighting and very, very clean. This has been a little bit different the last time out when we have been in Barcelona. And there had been some yellow cards, and here we see what happened. Diese Szene sorgte letzte Woche beim Rennen in Barcelona für heiße Diskussionen. Nico Müller gelang der Einzug ins Superfinale, nachdem er Mike Rockenfeller im Halbfinale von der Strecke schlug. Müller kam mit einer Verwarnung davon. And they were going into turn 10 three wide, and I was trying to find that gap and didn't manage to slow the car down as I wish I could, and I touched Rocky slightly in the back. So if Frankie does want to give me that yellow card today, I'll take it. It's worth a final. So sometimes you need to take the blame, and I'm ready to do that today. Für diese Woche wurde das Reglement angepasst. Wenn sich im Halbfinale Autos berühren, werden die Positionen entsprechend getauscht. Letzte Woche wurden noch weitere Verwarnungen ausgesprochen. Loic Duval erhielt die gelbe Karte für diese Szene. Auch Michael Niemas wurde für das Abdrängen eines Mitstreiters verwarnt. Während Renndirektor Frank Bieler hier ein Auge zudrückte.
Ebenfalls in Acht nehmen muss sich der Führende in der Fahrerwertung, Robin Franz, der in Barcelona diese Kettenreaktion auslöste. Auch dafür zeigte Bieler die gelbe Karte. There's a change because what happened to Nico when he lost control, or he was very late on the brake and he pushed Rocky off the track. We definitely have to do something immediately. So he has two choices. He has to give position back, or he is disqualified. This was a bit unclear in the first few races, and everybody had to adapt to sim racing, let's say. Some people are doing it quite regularly. Some others were quite new and are still using the controller. So I didn't want to be too strict at the beginning, but of course it's round four now, and we have to really get a bit more strict, and we have to look at these events, and we have to look at these things more strictly, and we have to give penalties in the future, definitely. Okay, thank you, Frank. So let's see what happens in Q3 now. Frank Behler, our race director. Und damit sind wir im dritten Qualifikationsrennen in Interlagos mit dabei. Der Mann, der in der Race Home Auktion ein Cockpit gesteigert hat, der 22-jährige Niederländer Industriedesign-Student auf der Pole, Jamie van Eldijk, mit dabei Thomas Vogt, Stefan Waschow, Loic Duval und Nico Müller, die beiden DTM-Asse, wie gewohnt hinten im Feld. Und auch für diese Jungs stehen drei Runden hier in São Paulo an. Ab geht's! Und Duval und Müller beidem in Problemen. I don't know, I got the same. What was that? Sie verstehen es selber nicht, da bleibt der Audi e-tron Vision Gran Turismo einfach stehen. Not able to accelerate, Start. Nico and Lloyd. Yeah. Just stuck on the grid. Die beiden bleiben da einfach stehen da hinten. Kommen sie jetzt nach. Man. Müssen im Feld hinterher eilen, weil während wir mit Thomas Vogt unterwegs sind auf der zweiten Position, verringert er den Abstand auf Jamie Boy, unseren niederländischen Gaststarter, auf der Führungsposition. Like. Zehntel um Zehntel. Da hinten sehen wir jetzt auch Müller und Duval. Während Thomas Vogt seinen e-tron Vision Gran Turismo breiter und breiter macht, damit Stefan Waschow nicht vorbeikommt, bei dem wir jetzt an Bord gegangen sind. In der Zwischenmoderation haben wir von unserem Renndirektor Frank Bieler gehört, dass er etwas mehr durchgreifen muss. Beim letzten Mal in Barcelona insgesamt 4 Verwarnungen ausgesprochen hat gegen Robin Freins, Loic Duval, Michael Niemers und Nico Müller. Und eine neue Regel gibt's gleich für den Hoffnungslauf, Q4 in dem Fall. Und das Halbfinale, wenn man da nämlich rempelt, muss man den Angerempelten wieder nach vorn lassen. Ansonsten gibt es eine Disqualifikation, während Waschow vorbeigeht an Thomas Vogt und sich auf die zweite Position nach vorne drückt. Enteilt Jamie Boy. So Thomas Vogt, how is it to race on the circuit where you normally are running around in the pit lane? How is it to be racing against all the circuit drivers? Of course, racing with those DTM drivers is fantastic. And we had already yesterday a test session where Nico joined us driving in Bathurst, and it's incredible how quickly they learn this track and how little mistakes they do. Because maybe on one lap we can be relatively close, but over race distance they're just fantastic. Während wir Thomas Vogt im Interview mit dem neunfachen Le Mans-Sieger Tom Christensen im Hintergrund gehört haben, verfolgen wir mit den Kameras den zweitplatzierten Nico Müller, der Schweizer, jetzt 3,8 Sekunden auf Jamie van Eldijk zurück. Der Niederländer hier also mit haushohem Vorsprung. By being vor new to the series, it looks like Jamie van Dijk is just making a big gap. Well done to the new boy in town. Ja, schaut toll aus, was Jamie da macht. Starting from pole, he very much takes us into the race. Tanzt da allen anderen ein bisschen auf der Nase rum. Vor Nico Müller, vor Loic Duval. Seems to have been a glitch. The cars were just planted at the grid. How does it feel now, Loic? Is the car handling like it should handle? Apart jetzt die Frage from an Loic. The very bad start. Ist jetzt alles okay mit deinem Auto? The car is fantastic. The driver is not the right
bad one, but yeah, bis auf den Fahrer passt so alles. I didn't touch anyone, so I'm pretty happy. I'm sure Frankie should be proud of me. I remember when I was racing there, my last race, Loic, you were very, very fast and committed, and you liked the circuit. How would you feel if you progress for the racing today? I love this track. I mean, I know you remember also the year we won the championship together when I had to come back to the pit because I lost one wheel, but I was able to bring it back on top of the car. Rad verloren, sagt Loic Duval. I will never forget that. Das vergisst auch Tom Christensen nicht. That was unbelievable. Das war wirklich unglaublich. Während Jamie van Eldijk, den wir hier im Bild sehen, wirklich eine riesen Lücke zwischen sich und den Rest der Welt gefahren hat. 2,6 Sekunden aktuell auf Nico Müller, Loic Duval. Dahinter dann Thomas Vogt und Stefan Waschow. Also die beiden Slotka-Piloten, der Rekordchampion Thomas Vogt und auch Stefan Waschow weit abgeschlagen vom Rest der Welt. You're feeling confident, you feel that. Nico Müller ist closing a little bit holt sich hier ganz klar den Sieg. Well, ein bisschen Rentner-Style, den der Holländer war, an seinem Simulator zeigt. Well done, congratulations. Thank you. Congrats, man. Madre mia. Also aufrecht im Auto sitzen, aber überlegen gewinnen. Look forward to see you more today, Jamie. And Nico deserves second place after a slow start from you guys. Well done. Hey, don't forget that I let you by, huh? Merci, Loic. You will get some credit for the next strategy meeting. Welcome. I mean, hey, you go in with a bang, huh? Your first heat, you start on pole, and you just left everyone behind. Did you feel the pressure, or were you nursing it home towards the end? No. I was feeling a lot of pressure. I was sweating all the way, so it was not easy for me. But I was trying not to make any mistakes and cruise at home. Well done. What are your aims for? What will you be racing when you go back to the real life? What are your racing apart from taking part today? Well, nothing at all except for a little bit of go-kart riding. That's about it. What's your home circuit? Zandvoort. Ah, pretty good. Tough circuit, good circuit. Well done. Yeah. Good luck for your progress. Thank you. So Zandvoort would be also a very, very cool track for our championship. Unfortunately, this is not on the calendar, but we will see which track we will have next week. And before that, of course, we are looking into Q4 with a lot of good people in this race. Also Mike Rockenfeller, who had been 3 times on the podium so far in this season. Beim letzten Rennen auf der Grand Prix-Strecke von Barcelona stand DTM-Star Mike Rockenfeller kurz vor seinem ersten Einzug ins Superfinale. Oh, why have a penalty? Ehe Nico Müller ihm einen Ball come on. Schon beim Saisonstart auf der Strecke von Spa-Francorchamps hatte Rockenfeller für einen Platz auf dem Podium hart zu kämpfen. Eine Woche später führte er das Halbfinale in Monza an. Doch ein kleiner Fahrfehler kostete ihn erneut den Einzug ins Superfinale. Dreimal Dritter in den ersten 3 Rennen. I think it's really cool what we are doing with the hashtag Race Home. Try to collect money for people which are working in motorsport, freelance people which are hurt the most. Personally, I enjoy it. You know, it's a little bit we can do, and we try that for people which are hurt the most. So as you know, you can do a design on the Audi e-tron Vision GT on Gran Turismo. Every Monday, we will choose the winner. It's a lot of cool stuff coming in. What we need now is also that people put money down, because that's why we are doing it. Und damit herzlich willkommen zu Q4, dem Last Chance Qualifier. 11 Autos, 11 Fahrer kämpfen jetzt um die ersten 3 Plätze und damit den Einzug ins Halbfinale mit dabei. Müller, Rast, Freins, Rockenfeller, um die DTM-Fahrer zu nennen, auch Loic Duval, Scotty, Bettina Schuller und Michael Niemas. Ab geht's schon, 7 Runden stehen diesmal auf dem Programm. Es variiert je nach Streckenlänge und nachdem die Strecke hier in Interlagos relativ kurz ist mit ihren 4,3 Kilometern, eben 7 Runden
in diesem Last Chance Qualifier. Müller früh in Führung gegangen. Wir sind an Bord bei Robin Freitz, dem Zweitplatzierten der Niederländer. Okay, Nico. Neben René Rast, beziehungsweise René Rast, der sich da vorbeischiebt. What happened? An seinem DTM-Kollegen, dahinter Mike Rockenfeller. You gave me the wind shadow. I can't see to the back, man. How the fuck you see backwards? Während Nico Müller noch auf der Suche nach dem Knopf ist, der quasi die Sicht nach hinten ermöglicht. In seinem e-tron Vision Gran Turismo oder auf seiner Playstation. Spielt sie richtig eng zusammen, die Top 4. Müller, Rast, Freins und Rockenfeller. Why I have track limits? Jörn Niemers, etwas Sicherheitsabstand dahinter, auch Leutival, Skotke und Schuller. Strafe hier bei Robin Freins, 1,2 Sekunden, weil er neben der Strecke unterwegs gewesen ist. Das kann er dann beim nächsten Anbremsen absitzen. Ja, ich bin ja schon 8 Sekunden daher. Ja. Robin Freins knallt da René Rast ins Heck. Rockenfeller profitiert. Hey. Oh. Hey. What the heck? Mike, sag was. Was war das? Mike, that was not me. Mike? Hello. Mike? Yes, it was all me. I said 5 times. We couldn't hear you. Michael Niemers profitiert davon, Rockenfeller raus. Er lässt da die anderen durch, bevor Frank Bieler einschreibt. Nico. Ja, Nico Müller war der Leidtragende der ganzen Aktion. Jetzt auf der 7. Position unterwegs. Bettina Schuller profitiert, genauso wie Björn Skotke. Die beiden jetzt auf 3 und 4 unterwegs, aber da kommt die Meute schon wieder, die Meute der DTM-Fahrer. Rockenfeller hängt da etwas im Verkehr fest. Auf der 8. Position. Und Bettina Schuller hier souverän unterwegs ist auf der 3. Position. Nach hinten Abstand auf Scotty. Halbe Sekunde. Und René Rast in Führung mit 1,5 Sekunden Vorsprung. Der DTM-Doppel-Champion vor Robin Freins. Man, this car doesn't break. Sein DTM-Teamkollegen im Team. Abt Sportsline. Oh, but now it's enough, guys. Freins, der Führende in der Fahrerwertung und auch mit seinem Team Abt Sportsline in der Herstellerwertung. Fucking Fedor is on fire, guys. Aber René Rast scheint hier richtig aufzuglühen. Der kommt in jedem Fall weiter, Nico, während wir uns der Halbzeit dieses Hoffnungslaufes nähern. Internet Connection. You bent it, kommt nicht so wirklich ran an den führenden René Rast, aber weiter wäre er. Damage would be on, for sure. Fehler von Rast. Tina Schuller momentan auf der 3. Position. We don't need to do much, René. Das reicht, um ins Halbfinale weiterzukommen. Aber Müller kommt von hinten. Der Schweizer kann ihr noch gefährlich werden. 18. Nico momentan. Coming, so. Can have a little fun up there at the front. No. If you give the slips into René, then. Freins kommt immer näher ran, den Führenden. Oh. Robin. Ja. What did you say? Die beiden jetzt fast gleich auf. Kommt aus dem Windschatten und drückt sich daneben. Da geht's um die Führung. Freins eigentlich auf der besseren Linie, aber etwas später auf der Bremse als René Rast. Und damit gibt er seinem DTM-Kollegen momentan erstmal noch den Vortritt. Rast fährt aber schon mal die Stützräder aus. Nico. Während Freins. I didn't touch her. An Tina Schuller. No, he didn't. That's Tina Schuller auf der 6. Position mittlerweile. Profitiert Müller, Niemers und Rockenfeller, alle durchgegangen, und René Rast hat da wirklich zu kämpfen. Man, you break early. I have a fucking joystick. Und da hat er sich vertan. Fährt mit dem Controller. I cannot control the car, dude.
Während Robin Freins mit Lenkrad unterwegs ist, ja, und setzt sich genau mit diesem Move in Führung. Technische Probleme. Wir haben den zweifachen DTM-Champion davon abgehalten, sein Lenkrad zu installieren. René Rast also auch dieses Mal wieder mit Controller unterwegs. Ich glaube, das ändert sich nächste Woche. Jetzt im Slipstream, im Windschatten. Aber das reicht nicht für René Rast, um am Führenden erneut vorbeizugehen. Konzentriert, die Augen weit offen beim amtierenden DTM-Champion. 6 Siege in Folge bei den deutschen Tourenwagen Masters. Das hat kein anderer hinbekommen, nur René Rast. Aber hier wird es mit dem Sieg schwer für den Mann mit dem Controller, wenngleich der Abstand hier zehntelweise abnimmt und er den Druck auf Robin Freins aufrechthält. 2 Runden noch zu gehen. Auch Freins konzentriert. Mr. Niemas, try something. Just behave. Yeah, yeah, that's okay. Niemas. But just don't follow, because you know P4 is not the best spot in this race. Auf der vierten Position unterwegs und damit wäre er der Erste, der raus ist. Now you know, now you know. Und nicht weiterkommt ins Halbfinale. Okay, now you can go. Rocky dahinter und der will natürlich mitmischen, wenn es gleich um den Einzug ins Superfinale geht, wo dann 2 Autos in einer Runde den Sieg und die 10 Meisterschaftspunkte unter sich ausmachen. René Rast auf Start und Ziel. Anbremsen, etwas weiter raus als Freins. Natürlich ist es ungemein schwerer mit einem Controller den Audi e-tron zu beherrschen. Anderthalb Runden noch zu gehen. 1,2 Sekunden der aktuelle Abstand zwischen dem Führenden und dem Verfolger René Rast. 3,5 Sekunden vergehen fast auf den Drittplatzierten. Nico Müller, da hinten kommt er ins Bild. Dicht gefolgt von Michael Niemas. Aber auch der hat etwas abreißen lassen, der momentan Viertplatzierte. Freins jetzt 1,2 Sekunden vorneweg. Da wird es dann nichts mehr mit dem Windschatten für den Verfolger René Rast. Muss ich da vorher aus eigener Kraft wieder ranbremsen, wenn er den Niederländer hier noch einholen will. Braucht er aber letztendlich nicht. Geht dabei dann nur um die Startreihenfolge im Halbfinale. Wichtig ist, unter den ersten 3 zu sein und damit weiterzukommen. Das sind momentan Freins, Rast und Müller, während wir reingehen in die letzte Runde. Hier auf dem Autodromo José Carlos Pache. Ah, Windshadow. Nice. René Rast jetzt wieder auf Tuchfühlung mit Robin Freins. Halbe Sekunde. Oh, that was good, Robin. That was a good corner. Yeah, for once, huh? Da wird noch Lob verteilt unter den Fahrern. Took me 20 years to hit an apex. Während Robin Freins das Ganze ganz locker für sich zu entscheiden scheint. Auch Müller, relativ allein. Look, you've got a little bit of a time penalty there. Walter Flur, dritte Position. Just a little bit. Während Bettina Schuller da mit einer Zeitstrafe zu kämpfen hat, und gerade im Hintergrund erfahren. Jawohl! So, und damit geht's noch einmal den Berg runter. Und der Tabellenführer zeigt erneut seine Stärke, holt sich. Ja! Was? Did I win? Rast holt sich den Sieg vor Freins und Müller. Fastest race left. Jesus. Ja, Freins trotzdem seine Stärke gezeigt, aber den Sieg holt der zweifache DTM-Champion. Mit dabei Freins und Müller. Und damit kommen wir als nächstes. Danke, Mike. Oh, gut. I was apologizing 500 times, but my mic was off.
We were like, Mike! Well done, René. That was a smooth race. You and Robin were able to take a big lead. There was a bit of casino going into the Senna S where we saw Roggenfeller take the blame. There was contact between you and Robin. Yeah. Into, and then from there, it was easy race for you and Robin. And then you were able to regain the lead in the end. How do you, did you see it? Yeah, we had a bit of a laugh tap from Mike. And Mike hit me and I hit Nico. So I think Nico would have won the race initially. But due to the incident, I got passed and Robin also got passed. And after that, we had a big lead to P3. And then we just had to manage the gap. And finally, I won a race due to a track limit of Robin in the last corner. So he cut a bit the pit entry line a bit too much. So I won without even passing him. Which is unlucky for him, but good for me, obviously. The extra lap you get in Q4, do you take this at an advantage going forward now? You guys look pretty smooth in the end there. Yeah, I feel more confident with more laps, obviously. I think I did the quickest race lap in the end. So, you know, you practice more, you get quicker, like just in real life. So I hope that's an advantage for the semi-final now. With the extra discipline which is now put on your drivers, is that something you like, or in this particular moment, I guess you love it? Let's say once the car's touching, it has a big effect because the car who you run into goes completely off track, so you cannot really touch. So once you hit someone, he goes to the gravel straight away. So it's a bit difficult to wrap, but I think we saw some good races without a lot of incidents so far. Good luck with your progress. Thank you. Thanks, mate. Thank you, Tom and René. So a lot of cool racing again, also in this qualification race. And how you can become a guest driver. This we will tell you now. Wer bei #RaceHome gegen die DTM-Stars von Audi antreten möchte, kann aus drei Möglichkeiten wählen. Erstens der Design-Wettbewerb. Jede Woche wählen die 6 DTM-Fahrer aus allen Designs ihren Favoriten aus. Der Gewinner darf am nächsten Rennen teilnehmen. Möglichkeit Nummer 2. Das Gastfahrerauto von WLT. Schon einmal dabei war zum Beispiel Sandy Stewart, der GT3-Champion aus Thailand, der bei seinem Monza-Gastspiel allerdings kein Glück hatte. Und auch bei den nächsten Rennen stehen verheißungsvolle Namen in den Starterlisten. Zu guter Letzt die dritte Möglichkeit, die Auktion. Jede Woche besteht zudem die Chance, über die Auktion einen Startplatz zu gewinnen. Und wir sind angekommen im Halbfinale. Sechs Autos kämpfen jetzt um den Einzug ins Superfinal, wo die beiden Bestplatzierten den Einzug erhalten. Mit dabei unser Gastfahrer Jamie van Eldijk, unter anderem, mit dem wir jetzt an Bord sind. Jamie Boy steht auf 1, Kelvin van der Linde, der Gastfahrer im WRT Audi, genauso mit dabei wie die DTM-Asse. Jamie Green, René Rast, Robin Freins und Nico Müller. Ab geht's. Diesmal wieder 3 Runden auf dem Programm. Jamie Boy hat sich gut absetzen können. Der Niederländer, der in seiner Freizeit im Kart unterwegs ist, ganz in der Nähe von Zandvoort, beziehungsweise auf der Strecke. Kartanlage nutzt. Hat sich ausgezahlt, das Üben. Momentan hat er noch die Nase vorn, der seinen Startplatz hier ersteigert hat. Das könnt auch ihr tun, einfach auf racehome.rcco.ag schauen, mitbieten und schon seid ihr bei der nächsten Veranstaltung dabei. No? Kelvin van der Linde seinerseits mit Controller unterwegs und drückt sich neben den Führenden. Aber noch hat Jamie Boy die Nase vorn. René Rast kommt da verdammt nah ran an die Zweitplatzierten. Hey, Robin. No, hey, that wasn't me. Von hinten. You sure? Yeah. From my perspective. Jamie Green, hey, in jedem Fall nach vorn gekommen auf Platz 3. Nico, what?
It would look interesting. Also die Jungs haben in jedem Fall Spaß hier beim Halbfinale in Interlagos. Watch this line on the left here, Robin. It's dangerous. Das schiebt sich wieder enorm eng zusammen. Neuer Führender jetzt, Kelvin van der Linde. Jamie Boy unter Druck von René Rast. Aber drückt sich trotzdem erneut auf die Führungsposition. Der 22-jährige Industriedesign-Student. Rast kommt da richtig weit raus, wird durchgereicht auf die fünfte Position. Während Robin Freins, der Tabellenführer, jetzt auf der zweiten Position unterwegs ist, eine Strafe wegen Überfahren der Boxenlinie hat ihn von Platz 1 auf 2 geschleudert und René Rast das Rennen gewinnen lassen. Das ist zum Kotzen. Alter, du zuckst hier rum, ey! Leute machen! Green auf 3, Jamie Boy dahinter, René Rast, ja, mit Controller. Da zuckt man etwas. Das merkt auch Nico Müller, der Schweizer, den wir auf der 6. Position finden. Ich kann die Karre nicht platzieren, ey. Du bist wie so eine Wanderbaustelle hier. Ja, die Wanderbaustelle, René Rast an Bord, three, yeah? Derweil bei Jamie Green. Okay, yeah. Jamie, it's not what I want to hear. Drückt sich da durch! Für einen Moment war er vorbei an Robin Freins, aber der schiebt sich jetzt in Führung. Ah, Robin! Denkst du, Jamie Green ist der Führende? Jamie Boy, der Zweite, also Jamie last van Eldijk. Und jetzt sind wir in der letzten Runde. Erneuter Angriff des Niederländers gegen Jamie Green. Konzentriert beobachtet er die Situation, will sein Oranje-Auto natürlich auf der ersten Position über die Linie buxieren, aber nach momentanem Zwischenstand wären Jamie Green und der andere Jamie van Eldijk die beiden Kontrahenten im Superfinale. René, fuck off! Nice, be careful. Oh. Sorry. Hey Frank, just awake? No, I don't see it. Frank weiß die Jungs aber darauf hin, dass sie vorsichtig sein sollen. Auch Nico Müller ist da mittlerweile dazugestoßen zum Getümmel, zum Kampf um die ersten beiden Plätze. Drückt sich da vorbei. I got pushed 10 times. That wasn't me, yeah? Yeah, but still I got pushed. I don't know from who. Drückt sich vorbei an Jamie van Eldijk. Und damit sind die Jungs auf Start und Ziel. Müller und Green sind weiter. Jamie van Eldijk ist leider raus. That was close. Nice one, Jamie. Good I've job. Seen that Guys. Move somewhere before, Nico. Sorry? I saw that move somewhere before. Thanks for teaching me. Thanks for a clean race. It was fun. Thank you. Yeah, thanks, René. Yeah, come on, man. Wow, Nico, you timed very well to come out and to pass on the last lap to win this heat. This was very, very exciting. It was not necessarily clean all the way. There was a lot of robbing throughout the infield. But you just managed to beat Green on the line, more or less, and the young Jamie van Dijk by 1/10. So well done. Thank you very much. Yeah, it was cool. Very exciting. The first few laps maybe a bit too exciting for some guys. But then, the last lap was very nice. I managed to catch them into the last sector. And Jamie teached me that move. He did exactly that one in his qualifying heat, winning the race like that. And it was very nice. A bit of rubbing, but I think just fair into the second last corner with our guest driver. So I hope he's not too disappointed not to make it into the final. He was very, very quick. And also would have deserved to make it. But I'm happy to race Jamie now for a lap. Frankie boy, I think there was a lot of action in this race, so I guess we will have some reviews after the race. Yeah, we definitely have to have a look. The problem during the race was that normally we always had the top two or three guys on screen, so I couldn't really judge what was going on. I heard them. I heard the discussions, and so I think we have to keep an eye on it after the race and see what we have to do. If they solved it by themselves with changing positions, it's not a problem.
If they didn't, we have to give some penalties again. So, leaving the pit lane, going downhill through the famous Senna S is where pit exit is on the left-hand side. Quite tricky if you have to go out here on cold tires. Luckily, in this game, the computer does it for us. And then we're already on the long stretch going towards turn three, which is a double left-hander. Quite tricky because it feels like you can carry a lot of speed in, but it kind of narrows up a bit in the first part to then open up in turn four. You can go through that one flat out. Then up the hill, I think it's Curva do Sol or something like that, a double right-hander. Pretty blind, the second part of it. You don't really know how wide you can go on exit. Then a section of two tight hairpins. The track falls away a bit on the first one. The second one is slightly banked on mid-corner. You can run quite some curb there. And then another tight right-hand hairpin, which leads down the hill through this nearly flat-out left-hander that also falls away a bit. I have to pay attention not to run too wide on exit before the last corner, where you really want to be early on power to get a good exit up the hill. All the way flat through those left-hand kinks. And a good overtaking opportunity. Slipstream has a big effect here. And then we cross the line here in Interlagos. Mit Jamie Green und Nico Müller sind zum ersten Mal zwei DTM-Fahrer im großen Superfinale hier in Interlagos. Die beiden machen sich bereit für eine Sprintrunde. Do you have your kids rooting for you in the back? No, they're banned from this room. So you stole the steering wheel and you banned them from the room. Yeah. Jamie Green hat die Konsole von seinen Kindern weggenommen und sie aus dem Raum verbannt. Ab geht's. Einmal um die 4,309 Kilometer. Müller hat die Nase vorn, der Mann, der uns eben so schön die Strecke hier in Interlagos erklärt hat. Jamie Green auf der Verfolgerposition. 0,3 der Abstand aktuell. Aber abnehmend. Green kommt da weit raus. Müller mit kleinem Fehler. Leicht neben der Strecke gewesen. Jetzt wird der Abstand nach vorne wieder größer. Auf der Bergabpassage. Descida do Lago heißt die Kurve, in der die Jungs unterwegs sind. Ferradura, und dann geht's rein ins Geschlängel. Immer noch der Schweizer die Nase vorn. Finden wir momentan auf der sechsten Position in der Tabelle. Zuletzt einen Riesensprung gemacht, war im Finale mit dabei, musste sich aber mit Platz 2 zufrieden geben. Heute schaut es so aus, als wäre er auf dem Weg zu seinem allerersten Gesamtsieg. Die vollen 10 Punkte mitzunehmen. Go left auf den letzten Metern, und Nico Müller holt sich den Sieg, ganz klar, vor Jamie Green. Von Start bis zum Ziel hatte der Schweizer die Nase vorn. Well done, Nico. That was a dominant victory, and leaving Jamie from first position and a dominant win. Congratulations. It looks like you have been very strong lately, and in Barcelona you look strong and quick, but here you could take it all the way. Yeah, thanks, Tom. It was good fun racing Jamie. Good start and then a clean lap and just enough gap onto the front straight not to give him the big slipstream to make the last minute overtake. So that was good. Having fun. I mean, it's cool to race the guys online and have some fun all together, and having some guests from time to time. I hope they enjoy too. I'm already looking forward to the next time now. And I'm sure you will do your fitness in the coming day. What's up for you guys in the coming days? Will you be on the bike, or will you be out running, or what's the plan, or just in the gym? Yeah, the weather is not so good this week as it looks. So a little bit more gym than I like to do, probably. I more enjoy being out on the bike. So tomorrow should still be fine. And for Thursday, I want to take the go-kart out. The go-kart tracks have opened up again in Switzerland. So really, really looking forward to smell some fuel again,
some burning or squealing tires, and just looking forward to sit behind the steering wheel and sit in something that actually moves and not only having a screen in front of me. See you at Race of Home next Monday. I look forward. Thank you. Cheers. Congratulations again, Nico Müller. Now really in the hunt for the title in this Race Home Charity Racing Series title fight. Frankie, your last words, your comments. You will have some work to do, I guess, after this race. Yeah, there's something to do. Mainly the semi-final. I think everything else was quite clean, and they got the message, so they were behaving quite well. So a few things we keep an eye on, and we will see whether we have to give some penalties or not. But in general, I think it was a fantastic event again. Very very interesting. Very very close racing. Very tight racing. Very competitive, so good fun to watch, and I'm looking forward to the next round. Yes, we all do. Already next week, Tuesday, 8 p.m., we have the next Race Home event. Thank you, Tom. Thank you, Frank, and celebrations for Nico. Bye-bye.